Hallo liebe Zuschauer, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved von Minecraft. Ja, ich bin wieder zurück. Ich war leider ein bisschen im Krankenhaus wegen einer Unterzuckerung. Ein Infovideo kam davor, könnt ihr euch anschauen. Und ja, ihr seht es, ich hatte vor dem Krankenhaus noch hier alles ausgegraben. Und das hat mich so extrem müde gemacht, dass ich all den Zucker verlor im Blut. Und ja, der Sepp hat aber hier noch ein bisschen geholfen. Jo. Also dann. Schauen wir mal wieder, was wir weitermachen können. Ja, auf jeden Fall werden wir dann hier alles mal ein bisschen einkleiden. Suchen einen schönen Stein, machen hier alles zu und der Keller ja, muss dann mit guten Truhen und so gefüllt werden. So, ich bin hier runtergefahren, da wollte ich nicht. So, habe noch ein paar Blattgarten, die will ich noch kurz hinlegen. Machen wir mal hier rein. So, gut. Dann übernachten wir noch kurz, damit wir kleine Monster haben in der Farmwelt. Ich möchte gerne noch ein bisschen in der zweiten, im zweiten Portal. Wo ist mein Bett hin? Wo ist mein Bett? Wo haben wir das Bett hingetan? Ja, das ist so, wenn man jetzt eine Woche wieder weg war. Eigentlich immer sehr, sehr ordentlich ist und dann plötzlich weg ist eine Woche. Tja. Hatte ich überhaupt ein Bett? Nein, ich hatte, glaube ich, gar kein Bett noch. Einfach eins für die Farmwelt. Naja. Machen wir bis Tages einfach. Ohne Monster. So. Hallo. Gut. Das ist ja mal nett. Ich bin mal wieder wirklich sehr gut vorbereitet. Auch konzentriert bin ich sehr gut und sehr gut ausgeschlafen. Nicht. Ja, gehen wir mal hier rüber. Es ist einfach so, dass es für mich fast schon katastrophal war, diese Umstände in ein Krankenhaus zu sein. Und ja, sehr langweilig. Also wahrscheinlich werde ich schon ein paar Videos mehr wieder bringen, damit ich ein bisschen, ja, euch zeigen kann, ein bisschen aufholen kann mit den verlorenen Parts, mit der verlorenen Zeit. Ihr dürft es jederzeit sagen, wenn ihr meint, es sind zu viele Parts, oder sollen mal andere Parts wiederkommen von anderen Let's Plays. Und so weiter. Ich bin ja eben der interaktive Let's Player. Ich lasse euch da sehr viele Wünsche offen. Ja, das ist jetzt nicht so gut hier. Geht das hier nicht weiter? Gehen wir mal hier rüber zu den zum Walter auf dem Hügel, auf der Insel. So. Ja, freue ich mich wieder. Ah, das freut mich wieder. Gut. Mal schauen, was wir so entdecken, ja. Einen Wassertempel. Das ist wunderschön. So, also. Falls es ein paar Motto gibt oder so, ich habe tolle Pläne so ausgedacht im Kanton, also im Krankenhaus, Kantonsspital heißt es auf Schweizerdeutsch, heißt vom Bundesland sozusagen das Hauptspital ist, also das Hauptkrankenhaus. So, ist alles anders hier in der Schweiz. Ich weiß, oh, ein Bär. Haben wir eine Axt? Ja, gut. Ich möchte ein Boot bauen, das ist das Wichtigste. So.
Nein. Eine Workbench. Du bist aber. Ja, du warst. Die Tiere sind ja immer laut. Leider. Vor allem möchte ich Mods haben, die mich einfach so ein bisschen freier fühlen lässt. Bisschen, ja. Minecraft ist für mich manchmal einfach ein bisschen zu begrenzt. Und das dürft ihr selber wählen. Es wäre natürlich besser, wenn ich es auch ein bisschen wählen könnte. Aber wenn es einfach gute Modder gibt, die gute Mods machen und die es auch frei zur Verfügung für Server und so geben, dann wäre das richtig toll. Wenn ihr Mods besitzt schon, dürft ihr die gerne unten in die Kommentare oder mir per PN schicken oder einfach der Name. Oder ja, ich schaue sie mir mal an. Ich weiß, ich bin ein bisschen begrenzt im Annehmen, weil ich ja eigentlich ein optimales Modpack haben will, auch für den Server dann. Und aber ich habe so viel nachgedacht. Ich habe schon fast alles wieder vergessen von der vom Let's Play. Ich muss alles wieder nochmal schauen, weil ja, ich habe so viel nachgedacht und alles ist wieder durcheinander. Das ist ein bisschen schade. Ja, ich kenne schon genug noch, aber ich brauche halt einige Zeit, um alles wieder ein bisschen zu finden. So. Schauen wir mal dort drüben. Wo sind wir jetzt? Aha. Gehen wir noch ein bisschen weiter rüber. Ja, also ich freue mich so gigantisch auf dieses Let's Play weiterhin. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, mal schauen, mal gucken, mal gucken. Eine Wüsteninsel. Es ist immer viel mehr in diesem Bimes Plenty Generator. Es ist ein bisschen schade. Es ist mehr ist doch nichts. Mehr ist einfach mehr. Es ist langweilig. Oh Gottchen. Es ist einfach alles mehr. Sind es für Bimes? Ozeane. Also Ozean ist mit Abstand das häufigste Bio. Und wahrscheinlich gibt es schon wieder einen Tempel. Ah ja, ich habe den Tempel nicht markiert, aber den werde ich sicher wieder finden. Aber der Tempel möchte ich markieren. Wir haben jetzt keine Fische an. Gut, können wir mal dorthin gehen und den markieren. Der wird wahrscheinlich erst später dann der Kompass sein. Ich bin da wirklich bei 1.9 oder 1.8 war das schon noch nie drin, so richtig. Außer auf dem Server Groupcraft von meinem Kollegen. Also wenn wir hier im Wasser sind, können wir hier einen Waypoint machen. Hopp, komm. Bootsteuerung von Minecraft ist katastrophal, das sage ich immer wieder. Wassertempel Farm 2. So. Und weiter. Gut. Ja. Ah. Freut mich, das hier zu sehen. In Minecraft wieder spielen. Ja, man wird es manchmal erst wieder wert, wenn man es wieder hat. Also man. Man weiß, wie viel Wert einem ein Game macht. Das ist einfach krass. Wenn man endlich dann wieder zu Hause ist. Ja, da ist eine Wüsteninsel. Das ist etwas Spannenderes als Wasser. Schöne Korallen. Oh. Also, ich werde einen heiten Spaß haben mit der Erkundung. Dann was wir so machen. Jetzt ist es ja noch nicht so gute Erkundung, aber später, oh, das wird so geil. Ein neuer Biome Generator, ein völlig neuer, wäre fast das höchste, was ich je erreichen könnte an Spielspaß in Minecraft.
Mir gefallen einfach neue Gräser, neue Biome. Das ist einfach eines meiner Lieblingsbeschäftigungen, das Erkunden der zufallsgenerierten Welt. Ich gehe wieder zurück. So ein bisschen in diese Richtung. Man sieht es leider nicht. Ja. Bisschen hier runter dann noch. Einen neuen Minipap-Mod wäre ich auch zufrieden. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist immer krass. Ein Pilzbiom mit Lianen. Bambus. Nein. Nein. Nein, Schiff. Nicht kaputt. Jo. Hopp. Komm mit. Ich möchte gerne ja so richtige Bambushäuser und so machen für den. Hallo? Für das Dorf, was ich geplant habe. Für die Japaner und Chinesen und so Sachen. Und ja, das habe ich im Ankündigungsvideo, dass ich wieder da bin und so. Ich bin wieder da vom Kranken, ja, weiß ja nicht, wie ich es genannt habe. Ich nehme einen anderen Biom, der Bambus. Ich brauche noch ein Pilz. Schau mir hier. Ich nehme Pilz, mehrere Pilze. So. Habe ich ein bisschen gesagt, was ich so plane, und hier im Let's Play werde ich es auch noch sagen. Kein Problem. So. Aber viele kommen. Ja, das reicht aber. Man kann sie einfach wieder anpflanzen. Das ist gut. So. Das nächste. Das ist der, glaube ich, oder? Nein, das ist Indigo-Reizke. Reizke sind eigentlich rot, die haben wir im Wald und sind die feinsten Speisepilze, die ich je gehabt habe. Schmecken aber ein bisschen giftiger. Nein, sie schmecken so nach Tannenwald schmecken sie sehr. Der Bowist, der ist, glaube ich, der Bowist auf Deutsch. Ja, den nehme ich auch mit. Der sieht aber süß aus. Das ist dieser Blähpilz. Ah ja, ich bin ein Pilzprofi. Für mich. Für andere wahrscheinlich nicht so. Oh, das ist doch ein schöner Stein. Das anders sieht. Der sieht aber hier viel schöner aus als im neuen Minecraft. Okay. Ich will nicht allzu viel mitnehmen, ich nehme ihn nicht mit. So, dann werde ich hier oben mal ein Waypoint machen zum Markieren, dass ich auch mal in einem Pilzbioma. So, gut. Wir haben schon viele. Schon sehr viel. Wir sind der Waypoint-Sammler. So, jetzt müssen wir nur kurz schauen. Timo Black. Das ist nix. Ja, dann waren wir hier. Wann? Ja, sollen wir noch in die Wüste gehen? Mal kurz schauen. Gehen wir noch in die Wüste. Dann kommen wir nämlich auch wieder zurück. Und das sieht, das ist eine ganze andere sieht ins. Das ist der andere. Nein, das ist der Diorit. Stimmt. Grauwalk ist jetzt auch nicht so schön für ein. Ich will einen hellen Keller. So ein richtiger alter Keller. Oh. Da gehen wir jetzt nicht runter. Wir haben wieder Tag. Machen wir mal auf einfach. Ich bin noch nicht so gut drin. So, eine Kuh. Ja, wir haben keine Waypoint. Da sind die Portale.
Ja, machen wir die Folge ein bisschen länger. Da haben wir noch ein paar. So. Na gut, die erste Folge ist jetzt halt nicht so spannend. Aber wenn ich wieder drin bin, ich muss halt auch alles wieder ein bisschen entdecken. Ich muss das ja wieder erleben, was ich nicht so Brittlebrusch, was ich so vermisst habe, oder? Ja, das Entdecken. Eine Schlange. Endermans sind hier vorne in einer Höhle. Ah, lieber nicht. Da sind wir doch gestorben. Aber jetzt haben wir eine Rüstung. Es sollte uns nichts passieren, wenn doch etwas passiert. So. Ah, was haben wir hier? Das ist ein Desert. Haben wir wieder. Nein, wir haben Deutsch. Das bleibt auf Englisch. Ja, gut. Dann gehen wir darüber. Kommt jetzt auch etwas anderes? Eine Korallenschlange oder so etwas. Schön, schön. Ah, da haben wir etwas. Ein bisschen schneller wieder. Ich mag dies Treibsende nicht. Oh, ich will einen Säbel zu Hause haben. Das geht leider nicht so gut. Das nach Hause zu bringen. Naja. Ja, jetzt haben wir hier. Gehen wir hier nach Süden noch. Ja, wir haben noch Zeit. So. Ja. Also eben, ich bin halt noch nicht so ganz drin und Konzentration. In Treibsand steckend bin ich auch noch. So. Was ist denn hier unten? Normaler Sand. Das, die ist der dunstige Müller. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten paar Wochen mal richtig gut Englisch lernen. Mal schauen, wie ich da einspringen soll, weil ich schon sehr viel kenne, aber noch nicht ganz so gut und schnell. Das ist so ein Biom, wo ich in der Le im letzten Let's Play gemacht habe. Was war das schon wieder? Ein Let's Bait. Ein Kreativmodus. Finde ein schönes Biom. Wie heißt es denn? Outback, genau. Ah, das Outback, so cool. Ich hätte gerne einen richtigen europäischen Biom-Mod. So richtig cool. Europäisch. Egal ob Schweiz oder Deutschland oder Österreich oder irgendwo, aber so richtig europäisch. Und dann eine von Asien, ja. Zuerst Asien, dann Afrika. Ah, aber es sind natürlich viel mehr Amerikaner, die natürlich ihre Biome zuerst haben wollen. Das ist klar. So. Es gibt zu wenigen Biome, so plenty von Europa und Asien und Afrika. Ja, Afrika, ja. Bin jetzt gar nicht mehr sicher, was so alles kommen wird, weil ich so wenig kenne. Ja. So, ich gehe jetzt mal wieder in den friedlichen Modus. Und aufs Meer, da möchte ich keine Wächter haben oder so. Der Haifische. So. Das haben wir. Gut. Was ist das da? Das ist wahrscheinlich ein, ja, Wasser, was nicht generiert wurde.
Frage, wie man das abschalten kann. Das ist wahrscheinlich einfach von einem Mod das Problem. Das könnte ich dann vielleicht ausbessern, wenn ich es dann wirklich mal brauche. Also wenn ich ein Gebäude in der Nähe baue und es halt nicht schön aussieht, weil es Fehler ist, dann kann ich das irgendwie ausbessern, indem ich Wasser hinsetze. Ja. Ja. Da unten. Dort rüber hin. So. Also, für diejenigen, die jetzt ausmachen wollen oder nächstes Video schauen wollen, ja, ich werde jetzt nur noch gerade raus Boots fahren. Und für die anderen, die noch ein bisschen dabei sein wollen, ja, ich rede nicht mehr so viel. Ich will einfach irgendwo noch ein schönes Biom, wo ich stillstehen kann, finden. Und ja, da haben wir wieder ein paar Wasserfälle platzierte. Weiß nicht, wie die entstehen. Hallo? Kommt nichts? Oh. Oh. Das ist schon wieder ein komplett anderes. Sollen wir hier stehen bleiben? Das ist ein Trient. Nein, nicht die Erde. Schade, es ist nicht so, wie ich es vorgestellt habe. Leider ein bisschen langweiliger geworden, aber ja. Ich muss auch wieder reinkommen und dann kommt es schon wieder ein bisschen besser und schnell. Es ist wirklich Baum so plenty abhängig, wie spannend der Power-Part wäre, wenn er besser generiert wurde. Die Welt hier besser generiert oder würde. Oh! Ah, schön. Genau das will ich. So etwas habe ich mir vorgestellt, weil ich will ja mein Haus farbig machen. Dann ist das doch optimal, oder? Sehr schön. Oh, das ist schön. Zwar wenig von dem Mesa-Biom, aber doch schon schönes Biom. Mit Sand. Gut. Also, dann war's mit diesem Part. Der nächste kommt. Ja, dann wahrscheinlich morgen oder heute Abend noch. Dankeschön und auf Wiedersehen. Tschüss.